Die Frauenmannschaft wurde 1988 gegründet und hatte von vornherein sehr starke Unterstützung im Verein. Das war bei anderen Frauenmannschaften nicht so. Die machen einfach ordentliche Arbeit, wirklich in allen Bereichen. Die haben den Rückhalt im Verein. Weil da ist ein sehr strukturiert spielt, das er schon lange Zeit eintrainiert und einfach mit der Struktur das Spiel schön zusammenbringt. Es sind also viele Faktoren, aber sind sie wirklich die Gründe für den jahrelangen Erfolg? Das möchte ich heute herausfinden. Und welches Spiel eignet sich dazu besser als das Derby zwischen den beiden Erzrivalen, SC Neuenheim und dem Heidelberger Ruderclub? Nach 7 Monaten Corona-Zwangspause ist es für beide Mannschaften das erste Spiel unter Wettkampfbedingungen. Ein Privileg, das auf Bundesliga-Niveau nur die 2 Heidelberger Clubs haben. Alle anderen Mannschaften müssen sich weiter gedulden, denn die Rugby-Bundesliga startet erst im März 2021. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen das Risiko so gering wie möglich halten. Deshalb haben wir nur einen Cup in Heidelberg gemacht mit 2 Heidelberger Teams, weil wir auch bei den Nationalmannschaften, also 7 Nationalmannschaft, da trainieren wir auch zusammen, also HAK-Spieler und SCN-Spieler. Da ist es gemischtes Team und haben wir gesagt, dass das Risiko so gering wie möglich sich zu infizieren. Mit 17:12 sicherte sich der SCN den ersten Sieg der Serie, bei der 3 Spiele angesetzt sind. Sehr spannend, aber so richtig hochklassig waren wir heute noch nicht unterwegs. Man hat das an der Nervosität von beiden Mannschaften, denke ich, gemerkt. Also die Spielpraxis, die man heute so bekommen habe, die ist ja unersetzlich. Vor allem mit Blick auf das festgelegte Saisonziel. Denn nach 2 Jahren ohne Titel soll es in der kommenden Saison endlich wieder klappen. Es wäre immerhin die 15. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Und die Überzeugung, dass es in dieser Saison wieder funktionieren wird, ist deutlich vernehmbar. Eine gute Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und aus jungen Spielerinnen. Und das ist so unglaublich gut, weil die Erfahrenen können den jungen Spielerinnen was mitgeben und umgekehrt, die Jungen sind noch unbedarft und rennen einfach durch. Und das ist einfach unglaublich toll. Jetzt noch einmal zurück zum Erfolgsrezept. Trainer Markus Trick ist derjenige, der die Faktoren wirklich benennen kann. Wir versuchen, wie bei den Männern auch, obwohl wir ein Amateurverein oder ein Amateursport sind, versuchen wir natürlich möglichst professionelle Rahmenbedingungen zu bieten für unsere Spielerinnen. Wir haben ganz gutes Scouting gemacht, auch die letzten Jahre, habe Talente identifiziert, die dann bei uns reifen konnten, auch zu tolle Spielerinnen. Und dadurch, dass man so eine gute Mischung habe aus jugendlichem Enthusiasmus und Erfahrung, das ist, denke ich, so das Geheimrezept. Und damit ist das Geheimnis der erfolgreichsten Frauenmannschaft endlich gelüftet.